Hallo? Eine neue. Was? Eine neue Make-up-Kollektion? Okay, ich muss. Nur noch, mein Tamagotchi ist leider gestorben. Ich kann heute nicht, aber wait a second. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es mit Sicherheit schon gesehen, aber es gibt eine neue Make-up-Kollektion und das ist die krasseste Make-up-Kollektion des ganzen Jahres, meiner Meinung nach. Ich habe die Produkte alle schon benutzt. Ich kann euch also eine In-Depth-Review zu den einzelnen Produkten geben. Und heute geht es um die BH Cosmetics X Iggy Azalea 2000er Collection. Freunde, wir haben so viele Produkte hier. Und ich bin super gespannt, mit euch jetzt hier einen weiteren Look zu schminken. Ihr habt es mit Sicherheit gesehen. Mein Reel dazu ist bereits online gegangen. Ich dachte mir, aber ich setze mich nochmal hier hin und mache mit euch ein komplettes Video zu den Produkten. Es gibt nämlich so viele. Im Reel habe ich natürlich nicht die Möglichkeit, über die Produkte zu reden, sondern habe meine Moods. Erstmal können wir ganz kurz über dieses Telefon reden. Wer erinnert sich an dieses Telefon? Gruß geht raus an Unfug-Rundfunk, die mir das zur Verfügung gestellt hat für meinen kleinen Auftritt. Und ich habe ein Tamagotchi gekauft. Eigentlich wollte ich das in das Reel mit integrieren, aber ich habe es nicht vorher geschafft. Und die Sachen kamen ein bisschen später an als mein Reel. Es ist gerade leider tot. Egal, Freunde, hallo, ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet eine wunderschöne Woche. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass wir die Produkte jetzt nochmal benutzen können und ich würde vorschlagen, wir verlieren auch keine Zeit. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Produkte. Kleiner Hinweis, mein Code Maxim10, der gilt auch auf diese Kollektion, wenn ihr es hier online kauft. Sie wird auch irgendwann in die Drogerie kommen, aber ich glaube erst Mitte des Monats. Also es dauert noch ein bisschen oder sogar Anfang nächsten Monats erst. Deswegen verlieren wir gar keine Zeit und starten. Die Produkte kennt ihr teilweise schon. Ich weiß nicht, ob ihr Iggy kennt. Iggy ist eine Rapperin. Und ich erinnere mich, das war mein erster Tag an der Uni und da kam gerade ein Lied von ihr raus, Work. Ach. Da kommt mein kleines schwules Herz wieder raus. I love it, I stan. Und ich habe mich mega gefreut, dass sie eine Kollektion rausgebracht hat. Und das erste Produkt, was ich verwenden möchte, ist tatsächlich dieser Schwamm. Den habe ich jetzt seit einer Weile schon benutzt. Ich habe ihn auch heute schon benutzt. Ich liebe den Schwamm. Das ist mit wirklich einer der besten Beauty Sponges, die ich kenne. Der ist so weich. Der saugt nicht zu viel Produkt auf. Da ist sogar noch so eine Schutzhülle mit drin, falls ihr verreist. Wirklich einer der besten Beauty Sponges und ich werde ihn jetzt auch benutzen. Ich mache mal meine Base fertig, denn wir haben keinen Primer oder so in der Collection, aber ganz, ganz viele tolle neue Produkte, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Okay, die Base ist einmal drauf. Ich sehe halbwegs akzeptabel aus, aber ein bisschen blass. Bevor wir für mich das coolste Produkt aus der Kollektion auch gleich beginnen, wollte ich euch kurz zeigen, was es gibt. Es gibt selbstverständlich eine Pinselkollektion. Ich habe die schon benutzt. Die liegen hier überall verteilt. Ich schaue mal, ob ich. Hier ist zum Beispiel einer. Die sind alle in Metallic und haben verschiedene Designs. Es gibt aber auch dazu eine Pinseltasche. Also das gibt es alles. Schaut am besten auf die Webseite einmal rauf, weil es ist eine sehr, 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 sehr große Kollektion. Wir haben Pinsel, wir haben eine Pinseltasche. Tatsächlich auch noch zwei Pinsel, die ich jetzt auch gleich benutze für das nächste Produkt. Aber es gibt auch eine kleine Beauty Bag. Und es gibt Wimpern, drei Lidschattenpaletten, fünf Lipglosse oder vier und ein Spiegel, der einmal so aussieht. Da steht drauf Totally Plastic. Also das Ganze ist so ein bisschen an die 2000er angelehnt. Und ich habe so ein bisschen Feedback auch schon von euch bekommen, dass viele gesagt haben, das sieht so ein bisschen aus wie Kinderschminke. Ich muss dem ein bisschen zustimmen, weil das Ganze ist sehr bunt. Wir haben. Das ist alles so Plastik, ne? So ein bisschen kitschig, bunt, lila, rosa, Glitzer. Aber die Kollektion ist tatsächlich an die 90er, 2000er inspiriert. Und wenn wir zurückdenken, war in diesem Jahrzehnt oder in diesen Jahrzehnten vieles, was rauskam. Ich meine, Tamagotchis, ne? Das ist so der Vibe. Und ne? Das passt schon alles. Ob es jedem gefällt oder jeder, das ist wieder was anderes. Aber
Die Sachen sind sehr, sehr gut. Und wir machen auch gleich weiter mit dem nächsten Produkt. Das ist diese Palette. Und das ist auch tatsächlich eins meiner absoluten Favoriten. Denn wir haben hier drei verschiedene Highlightertöne und drei Bronzertöne. Und diese Highlightertöne, Freunde, ihr wisst, ich habe ja recht intensive Augenschatten. Und wenn ich in diesen rosanen Ton gehe und in diesen gelben und das so ein bisschen mische und hier unten lang gehe, ich nehme einen anderen Pinsel, das hält so krass auf. Ihr könnt damit richtige Highlights setzen. Ihr könnt damit auch mit einem Schwamm reingehen. Aber ich glaube, ihr seht schon diesen Unterschied. Ne? Das ist eine Brightening-Palette hier oben. Und im Vergleich zur anderen Seite habt ihr einen sofort aufgehellten Effekt. Die sitzen sehr, sehr schön auf der Haut. Und wenn wir die am Ende dann setten, dann sieht das Ganze auch nicht mehr ganz so extrem aus. Sehr, sehr schön. Was aber noch besser ist, meiner Meinung nach, sind diese Bronzertöne. Und ihr könnt die alle drei miteinander mischen. Ihr könnt auch so machen und habt einen wunderschönen, matten Bronzerton. Und die Farben sind nicht warm, ne? Also das geht eher ins Kühle. Ihr seht das, ne? Cool Bronze. Super pigmentiert, aber nicht zu stark. Also ihr könnt das aufbauen. Ihr könnt das aber auch ganz, ganz leicht machen. Und den Look, den ihr am Sonntag seht, in dem Video, was kommt, da habe ich nur mit dieser Palette gemacht. Also ihr könnt damit super viel machen. Die Pinsel sind super typisch BH Cosmetics. Ich glaube, es ist alles natürlich, es ist alles vegan und cruelty free. Und die Palette, also die ist, seitdem ich sie habe, jeden Tag in Benutzung. Vor allem diese Highlighter-Töne. Look at that. Zarter Bronzer-Effekt. Die sind nicht zu intensiv, nicht zu warm und lassen sich so schön verblenden. Und es ist dünn, sie ist klein, sie ist, passt überall hin. Aber ihr habt eine Menge Produkt hier mit drin. Also es sind jeweils, es sind insgesamt 22 Gramm. Da hast du ein bisschen was von. Also wenn euch die Bronzer, die ihr sonst findet, zu warm sind, die sind alle drei kühl. Ihr könnt sie zum Konturieren benutzen, ihr könnt sie zum Augenschminken nutzen. Sehr, 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 sehr gut. Und dann kommen wir auch schon zu den Lidschattenpaletten, Freunde. Und da gibt es drei Stück. Und auch die sind bunt, aber farblich so, dass man sie auch im Alltag tragen kann. Wir haben hier einmal die Totally 2000s Pink Sunglasses. Dieser Ton hier, der ist so krass. Das ist so ein Holoton. Die ich heute benutzen möchte, ist tatsächlich aber die blaue. Und zwar ist das Blue Fur, blaues Fell. Und ihr habt hier auch zwei alltagstaugliche Farben in matt und dann diese schimmernden goldenen Töne. Das heißt, ihr könnt damit auch einen sehr, sehr schlichten Look schminken und dann einen Akzent setzen. Oder wir haben hier die Purple Platforms Palette. Die sieht einmal so aus. Und auch hier habt ihr recht reduzierte Farben, hier vor allen Dingen in der Mitte. Oder wollen wir die nehmen? Ne, wir nehmen die blaue. Ich glaube, das passt besser. Also, drei verschiedene Lidschattenpaletten, preislich alles super und mit dem Code, pst, ne, da habt ihr da eine Menge gespart. Also, Contouring-Palette ist mein absoluter Favorit, aber ich will es jetzt noch mal ein bisschen übertreiben, um euch zu zeigen, wie krass die halt pigmentiert ist, weil mit den Pinseln ist das natürlich immer ein bisschen softer. Ich nehme mir hier einen festgebundenen Pinsel und gebe mir das hier hin und kann richtig schön bronzen und Contouring machen und dadurch habt ihr dann natürlich auch noch viel, viel mehr Pigment und das sieht dann noch ein bisschen intensiver aus. Übrigens ist das mein fünftes Video, was ich heute drehe. Also wenn ich ein bisschen durcheinander bin, I'm sorry. Und ihr seht, ich habe eine dicke, fette Augenentzündung. Aber guess what? Ich lasse keine Videos ausfallen. Wir haben hier die Palette. Sieht so ein bisschen aus wie meine Palette. Hier so die Lachstöne und dann das Blau. Aber auch der Ton, die sind halt butterweich, ne? BH Cosmetics Quality. Wow. Hier sind tatsächlich auch so kleine Brushes noch drin. Den benutze ich jetzt auch gleich und gehe in dieses dunkle Blau hier. Da ist ein Schimmer mit drin, aber das ist mir egal, denn wir sind in den 2000ern heute. Und ich möchte einen richtig intensiven Look. Und schaut euch bitte das Pigment an. Boom. Ich kann damit komplett hier in die Lidfalte gehen und mit dem Pinsel das alles auftragen. Ihr wisst ja, ich sage das ja immer wieder, wenn ich BH Cosmetics Produkte reviewe, eigentlich muss man sie gar nicht mehr zeigen, sondern also anwenden, weil ich habe schon lange nicht mehr erlebt, oder ich glaube generell nicht, dass bei BH eine Palette wirklich schlecht war. Klar, es gibt immer mal eine Farbe, die vielleicht nicht so krass pigmentiert ist, aber tatsächlich sind alle die hier so gemacht, dass man sie gut zusammen nutzen kann, vor allen Dingen in den Paletten. Klar ist jetzt vielleicht Blau nicht jedermanns Sache, aber wer auf Blau steht, wer auf Pink steht, go for it. Und selbst wenn das nicht euer Ding ist, Freunde, diese Contouring-Palette
ist die beste, die ich seit langem getestet habe. Und jetzt nehme ich mir einen Fluffing Brush, der ist jetzt auch von BH, und gehe hier oben in das Blau rein und blende das einfach aus. Ausgeblendet. Also das geht halt auch schnell, ne? Das ist jetzt nicht so, wo man bei Blau ist halt immer das Problem. Wie kriegst du es hin, dass es sich gut ausblenden lässt, dass es nicht fleckig wird, dass es einheitlich ist? Und wenn du dann immer so ein bisschen die dunkle Farbe noch mit reinmischt, hast du einfach innerhalb von Sekunden einen blauen Look, der halt auch poppt, ne? Also das sind nicht so softe Blautöne, sondern das ist leuchtend. Leuchtendes Blau. Ich sehe schon, dass ich gleich wieder aussehen werde wie ein Kanarienvogel, aber das ist mir egal, weil ich einfach... Also tatsächlich, ihr habt das PR-Paket mit Sicherheit auch schon bei Instagram gesehen bei mir. Das ist eine krasse Kollektion. Es macht einfach Spaß, die Sachen sich anzuschauen. Ich ziehe mir jetzt mal schnell eine Cut Crease und da gibt es einen Pinsel in der Kollektion. Der ist genau dafür gemacht. Das ist hier dieser ganz, 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 ganz flache. Nehm den Spiegel und gebe das hier rauf. Ich will nur so einen kleinen Akzent setzen. Wollen wir nochmal eine andere Farbe benutzen? Ich glaube, wir gehen hier rein. Ich bin außen hier in den dunklen Lila-Ton gegangen, um das Blau mit dem Lila zu verbinden. Und dann gehe ich hier in den helleren Ton, gebe das hier hin. Und dann, Achtung, jetzt wird's bunt, hier in dieses Pink. Und das ist richtig, richtig krass. Schaut euch das an. Und um den Übergang wieder so ein bisschen weicher zu kriegen, gehe ich nochmal hier in das Lila und baue die Farbe auf. Und dann können wir einfach mit dem Finger hier reingehen. Und das ist halt so ein Topper-Shade, ne? Und den einfach hier rüber setzen. Wow! Ich habe ein bisschen Kickback unterm Auge, aber es bleibt nicht kleben. Alright, das ist ein wilder Look, aber das ist halt die Kollektion. Ich gehe jetzt nochmal mit einem flachen Pinsel hier in das Blau und setze mir das hier unten hin. Ich habe natürlich jetzt einen sehr bunten Look gemacht, aber ihr könnt, wie gesagt, auch recht softe Looks damit machen. Wie gesagt, hier vor allen Dingen in der blauen Palette habt ihr wirklich schlichte Töne. Aber ich dachte mir, it's a vibe today, oder? Und dann haben wir auch Lashes. Und das sind wirklich mit die größten Lashes, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich lege sie jetzt mal rauf, damit ihr die Größe sehen könnt. Die sind krass. Also das ist schon fast eine Draglash. Ich klebe sie einfach auf. Okay, die Lashes trocknen gerade einmal an. Die sind groß, die sind schwer. Das ist ein Extrem für ein Event. Aber ich weiß, viele von euch lieben auch dicke, dicke Lashes. Was wir aber noch haben, sind Lipglosse. Und zwar gibt es hier 4 verschiedene. Und auch das Packaging. 90er. Das sind wirklich 90er, 2000er Vibes, haben sie wirklich getroffen. Wir haben aber hier 4 verschiedene. Einen, der ist so ein bisschen wie mein Hintergrund gerade. Einen Hotpinken, einen Crystal Gloss und einen, der geht so ein bisschen in das Bräunliche. Ich gehe heute mal wirklich nur schlicht mit dem Topper hier rüber. Einfach so auf die pure Lippe. Der ist blau. Den auf den Augen. Oh, wow. Okay, auf den Augen ist es natürlich nochmal was ganz, ganz anderes. Auf den Lippen gefällt der mir jetzt nicht ganz so gut, deswegen gehe ich jetzt hier mal mit dem Pinken einfach nochmal rüber. Und die ist schön, die Farbe. So ein bisschen Farbe, ein bisschen der Kraft, aber nicht zu doll. Und das, Freunde, ist mein 2000er-inspired Look mit der neuen BH Cosmetics und Iggy Azalea Collection. Das ist schon wild. Also das ist eine wilde Kollektion und ich glaube, wenn man sich nicht von der Verpackung und den Farben abschrecken lässt, habt ihr hier wirklich eine solide, qualitativ hochwertige Kollektion. Die Pinsel sind fantastisch. Der Spiegel ist super süß. Meine Favoriten sind tatsächlich aber diese Contouring-Palette und diese Lipglosse, weil sie... Das Packaging ist bunt, aber die Qualität des Produktes ist einfach super, super schön. Und den auf eine nudefarbene Lippe übergeschminkt oder so, wie ich es jetzt gemacht habe, auf die Augen einfach als Eye-Gloss. Richtig, richtig gut und es hat einfach Spaß gemacht, die Produkte zu benutzen. Ich setze euch die Produkte einmal unten hin. Schaut gerne mal vorbei, sucht euch ein paar Sachen aus und mit dem Code MAXIM10 könnt ihr dann natürlich auch noch was sparen. Vielen, vielen Dank an BH Cosmetics für die Produkte. Das ist eine richtig, richtig coole Kollektion und ich habe ganz viel Spaß gehabt. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns hier schon ganz bald wieder und bleibt bitte gesund. Tschüss!